Hallo, hier ist wieder Xin Squad mit Super Mario Land 2. Heute noch nicht direkt mit dem nächsten Gebiet, sondern erst mit einem Level, welches uns zu dem besagten Gebiet führt. Auch wieder mit einer interessanten Mechanik. In diesem Level haben wir nicht diese Blubberblasen und wenn wir den Sprungknopf gedrückt halten, dann schweben wir nach oben. Wenn wir ihn loslassen, gleiten wir langsam nach unten. Allerdings ist das halt einfach nur eine Seifenblase und... naja... wir müssen uns natürlich an Dingen vorbei navigieren, die diese Blase zum Platzen bringen könnten. So zum Beispiel auch die Schnäbel von Spechten. Ist doch logisch. Tja, das Level hätte ansonsten weiter unten einfach nur Unterwasserparcours. Parcours zu bieten. Und naja, mit der Blase im Schlepptau können wir aber hier hoch und gelangen damit erstmal zu einem Spiel. Und ernsthaft? Na toll. Juhu, Feuerblume verloren. Gelangen in die Space Zone. Auch wieder eine Welt mit einer ganz eigenen Mechanik. Wie wir gesehen haben, nur mit zwei Leveln. Was schade ist, denn... die Welt ist wirklich schön gelungen. Die Mechanik hier, naja, ihr seht ja schon unsere... unsere Sprungphysik ist ein wenig anders. Ein wenig sehr. Wir erheben uns wesentlich langsamer, sinken wesentlich langsamer ab. So. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich jetzt hier gerade... nee. Ich war gerade am Überlegen, ob das hier der Pfad zum Geheimgang war, aber... nee, nee. Der Geheimgang, das war nochmal was anderes. Das hier ist jetzt zugegebenermaßen ausnahmsweise mal nicht ganz so freundlich. Aber auch da gibt es Schlimmeres. Hopp. Auch Sprünge wie diese sind kein größeres Problem. Nichtsdestotrotz hätte ich so langsam ganz gerne... ja, ihr seht ja schon, was wir bräuchten, um den Geheimgang freizulegen. Eine Feuerblume. Oh naja, so haben wir das Level auf jeden Fall mal abgeschlossen. Vielleicht kriegen wir jetzt beim Bonusspiel eine Feuerblume. Und... perfekt. Ja gut, ihr seht, dass der, die Gegenstände immer in der, am Anfang in derselben Konstellation entlanglaufen. Von daher kann man sich damit relativ leicht arrangieren. So, jetzt kann ich das Level ja auch mal spielen, ohne über alles drüber zu fliegen. Und je nachdem, wie es dann... im Geheimen und im Boss-Level läuft. Wollte ich gesagt haben, dass ich... ah, hier haben wir auch noch eine... uiuiui. War gerade am Überlegen, wie ich am besten an dem Gegner vorbeikomme. Naja, trotzdem, je nachdem wie es läuft, kann ich ja das andere Level dann auch nochmal auf eine herkömmliche Art und Weise durchspielen. Vielleicht zählt das ja auch zu den 100%, ich weiß ja nicht. Hm.
Bitteschön. Schön vorsichtig sein, wir brauchen die Feuerblume. Einfach direkt weitergehen. So. Mal so. Aber das ist. Nee. Ja, das mit dem Schwung aufbauen ist hier so eine Sache. Könnte einer der Feuerbälle freundlicherweise diesen oberen Block zerlegen? So. Oh. Muss ich dann doch ganz oben lang? Muss ich das dann... Oh, dann brauche ich eine Möhre. Brauche ich eine Möhre? Ja, Leben sind auch ganz nett, allerdings nicht das, was ich brauche. Oh, warte doch, komm. Mach mal. So, wieder eine neue, schöne Musik, bei der ich es auch wahnsinnig schade finde, dass sie nur ein einziges Mal im Spiel ist. Aber die könnte ich mir ewig lange anhören. Und ja, auch hier wieder im Prinzip keine wirklich speziell neuen Mechaniken. Lediglich halt die Tatsache, dass wir nun einen unendlichen Sprung haben und uns damit fortbewegen. Aber ja. Wie gesagt, die Ideen sind... für sich genommen jetzt nicht gerade Neuerfindung des Rades, aber halt trotzdem nette kleine Ideen, die dafür sorgen, dass das Spiel insgesamt einfach ein schönes Erlebnis ist. Das war mitunter auch ein Grund, warum ich dieses Spiel in meiner Jugend sehr, sehr häufig gespielt habe. Also Super Mario Land 2. Ich habe es definitiv häufiger gespielt als den ersten Teil. Ja, wahrscheinlich auch. Genau deswegen, weil er halt leichter ist. Das... Whoop. Na, na, na. Emulator, krieg dich wieder ein. So, ich glaube, hier wollte ich so lang. Ja, genau. Wollte mir wieder ein bisschen was ersparen. Und die Münzen brauchen wir momentan eh nicht. Oh. Hat gehofft, da wäre vielleicht ein Stern drin. Und ja, zu den ganzen Sternen, die eh schon da sind, hätte ich gerne noch einen eigenen. Tut mir leid. Ah, da ist er, ja. So. Hätte ich mir wieder was ersparen können, aber egal. Naja, wir sind beim Boss. Auf in den Kampf! Und wenn ich mich nicht ganz arg täusche, dann ist dieser Boss hier... ...tatsächlich... ...erstens besiegt und zweitens der Endgegner aus dem ersten Super Mario Land. Also der finale Gegner. Und tja, damit haben wir halt schon die fünfte Münze. Sagt ihr, es wird ein kurzes Projekt, aber ganz ehrlich, momentan
bin ich eigentlich recht erpicht auf kürzere Projekte. Momentan möchte ich tatsächlich kürzere Projekte haben. Ah. Dass ich wieder aus dem Gebiet geworfen werde, hatte ich nicht bedacht. Naja, müssen wir halt nochmal kurz hier durch. Und ja, ich spiele das Level trotzdem noch normal, keine Sorge. Habe allerdings keine Ahnung mehr, was mich in diesem Level unten erwartet. Geheimes Level gab es hier, Geheimgang gab es hier, glaube ich, nicht. Aber ich meine, dass man hier den oberen Ausgang am Schluss nehmen musste, damit man in die in die Space Zone gelangt. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, nötig. So. Ja, schwieriges Level, ne? Durchaus, durchaus. Na super. Dachte's mir schon. Wenn mein Erfolg von diesem Minispiel abhängt, dann kann ich nur verlieren. Nee, aber dann muss ich wohl mit der Möhre da durch das Level durch. Und habe jetzt auch keine andere Wahl, als dieses Level wieder und wieder zu spielen. Ach Gott. Ich meine, man sieht diesen Weg hier oben. Ich meine, mich halt erinnern zu können, dass dieser Weg noch weitergegangen ist. Okay. Okay, wenn du meinst. Aber hier gab's doch einen Geheimgang. Wo war denn der? Was mache ich denn? Mir drei Leben holen. Ich weiß, dass es hier einen Geheimgang gibt. Nur wo? Wo war der? Eigentlich, wenn ich hier in die Richtung weitergehe. Nix weiter. Komme ich nur wieder hier hin. Sehr schön. Ach, Moment mal. Haha. Dachte mir doch gerade, die kreisen doch immer um was herum. Aha. Wusste ich's doch. Erwischt. Ja, jetzt werden die Sprünge immer knapper. Und am Ende haben wir unseren Geheimgang. Geht doch. Ja, da wird der Mond ein bisschen böse.
Wäre ich auch, wenn mir plötzlich so ein Stern reinkracht. Oh, und da kriegen wir nochmal ein Level mit der Mechanik. Allerdings nicht mehr mit der schönen Musik. Aber ja, das mit dem Geheimlevel an der Stelle wusste ich einfach noch genau eben, weil ich wusste, dass es einen Grund gab, aus dem der Mond böse wird. Das wusste ich noch, aber ich wusste nicht mehr, wie man den findet. So. Und damit wäre auch das erledigt. Und jetzt ist er traurig. Zuerst böse. Und jetzt traurig. Na gut, wird schon wehtun. So. Und jetzt machen wir das hier noch. Wir spielen das Level hier noch auf die herkömmliche Art und Weise. So, was haben wir denn hier alles? Muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Und wenn mich jemand korrigieren möchte hinsichtlich Optik, Nutzung, wiederholte Optiknutzung wäre in dem Spiel seltener. Naja, insgesamt ist sie ja verhältnismäßig selten. Ich sagte nicht, dass wir in jedem Level eine neue Optik haben, aber wir haben verhältnismäßig seltene Wiederholung. Und wir haben Schnabelfische, die uns an Land höchstwahrscheinlich auf die Nerven gehen würden, aber warum sollten wir an Land gehen? Ja, okay, wenn man niedrig fliegt, ne? Klar. Naja, mit einer Feuerblume ist das jetzt auch kein Problem. Fliegen alle über uns weg. Und zum eh schon gleich am Ende, oder? Moment, was haben wir da unten noch? Nichts weiter. Nur ein Schnabelfisch, der mich gleich ärgern würde. So. Okay. Aber dann sind wir auch wieder bei der typischen Folgenlänge. Ah, okay. Dann kommen wir hier einfach wieder aus dem Wasser raus. Dafür ist der Gang hier auch. Ah, ja. Aber ich hatte schon recht. Man muss den oberen Ausgang nehmen, um weiterzukommen. Na gut, aber damit liegt nur noch ein einziges Gebiet vor uns. Und um das kümmern wir uns in der nächsten Folge. In dem Sinne würde ich sagen, sehen Sie sich beim nächsten Mal wieder bei Super Mario Land 2. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.